Bhairundhasana, wörtlich großartige Stellung oder auch die schreckliche Stellung oder eben auch die Hyäne. Bhairunda heißt großartig, schrecklich, grausig, aber eben auch Hyäne. Fabian zeigt, wie es geht. Die Stellung wird auch in klassischen Texten erwähnt. Und von der Bauchlage ausgehend, beuge die Knie, drücke einen Fuß neben dem Becken zum Boden und fasse mit der anderen Hand an den anderen Fuß. Und so bist du auf der einen Seite in Ardha Dhanurasana im halben Bogen und auf der anderen Seite bist du in einer Form von Froschstellung, Bhekasana oder Mandukasana. Und die Kombination hat interessante Wirkung auf die Energien. Wenn du so eine Weile bleibst und dabei spürst, was du empfindest, wirst du merken, wenn ob du die linke oder die rechte Seite so machst, macht einen Unterschied im Prana und in Energiewirkung.